Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Avada Kedavra! Entschieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Darf ihn nicht gehen lassen. Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich das Ganze nochmal neu gemacht, weil ich konnte es einfach nicht auf mir sitzen lassen, dass ich Avada Kedavra nicht lernen durfte. Und ich hoffe, wenn wir jetzt ein bisschen anders antworten, dass er uns den Fluch dann doch noch beibringt. Deswegen habe ich jetzt die letzte halbe Stunde hier mich nochmal komplett durchgekämpft. Hab gefühlt 200 Inferi irgendwie besiegt und, ja gut, praktisch waren es wahrscheinlich nur 30, 40 oder so. Und, hoffe, dass wir ihn vielleicht dann doch noch dazu überreden können, dass wir diesen Fluch gelehrt bekommen. Ich weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre, aber, ja, ich sag einfach mal, jeder sollte den Fluch lernen, in der Hoffnung, dass er das jetzt missversteht und uns zumindest diesen Fluch beibringt. Ich hoffe aufs Beste. Was ist denn? Ich wollte den Fluch lernen. Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Ja, es geht mir absolut gegen den Strich, aber ich sag jetzt mal einfach, jeder sollte diesen Fluch kennen. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Okay, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Könnte man also theoretisch nochmal nach hinten verschieben. Wir sagen natürlich klar, bring es uns bei. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Ja, ist jetzt scheiße, wenn ich den jetzt mache, wenn er gerade vor mir steht. Aber wir machen es mal einfach. Ich Hallo? Kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Ja, in dem Fall finde ich das absolut in Ordnung, weil wir haben jetzt endlich den Fluch gelernt. Also wie gesagt, ich konnte es wirklich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe mir dann irgendeinen
älteren Speicherpunkt rausgesucht und ja. Ich will natürlich alle Flüche können, beziehungsweise alle Zauber können, das ist doch klar. Nächste Frage, also es ging dann mir natürlich absolut gegen den Strich, was ich dazu sagen musste. Achso, da die Aufträge. Nächste Frage wäre, wir können jetzt nicht direkt zur Krypta, weil er sich wahrscheinlich vorher noch melden muss. Das mit dem Hausmeister müsste ich mich auch mal drum kümmern, aber ich habe im Moment nicht so wirklich Zeit dazu, weil ich jetzt, ja gut, eine Woche knapp, glaube ich, jetzt fast gar nichts mehr gemacht habe, beziehungsweise nur das Nötigste gemacht habe, damit kein Leerlauf entsteht, wegen meinem grippalen Effekt. Im Moment geht es einigermaßen, die Nase ist zwar immer noch ziemlich zu, aber naja, man versucht halt eben sein Bestes. Und nebenbei bin ich jetzt die ganze Zeit Resident Evil 4, das Remake, am Spielen. Deswegen habe ich da jetzt nicht mehr so die Zeit gehabt, jetzt noch nach diesen ganzen Zusatzsachen, sage ich jetzt mal, zu gucken. Ach nee, das war das mit dem... Ja, ja, ich weiß, was das war. Das heißt, wir haben momentan leider nur die Möglichkeit, entweder Poppy in der Nähe der Höhle zu treffen. Die hat mir eine Eule geschickt. Ach so, sie hat der Zentaur und der Stein, das war das. Das würde ich gerne machen. Oder Natti, was sie herausgefunden hat. Nee, dann würde ich sagen, wir machen erstmal der Zentaur und der Stein. Weil die letzte Prüfung, die möchte ich natürlich dann danach erst abschließen. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich ist das so relativ das Ende vom Spiel. Und dann hat man tatsächlich nur noch diese Zusatzsequenzen, sage ich jetzt mal. Also diese... Ach so, wir müssen jetzt nochmal eben gucken. Moment. Avada Kedavra, das war jetzt der... Ach, was versuche ich das hier mit den Tasten? Das war jetzt der hier. Tötet Gegner sofort. Ist natürlich sehr geil, wenn ich das jetzt irgendwie auf einen Troll oder sowas anwenden würde. Ich würde sagen, dass ich dafür hier diesen Imperio rausmache. Der ist nicht schlecht, der ist ziemlich gut. Aber der greift ja auch nur die anderen an. Und wenn ich dann aber gleichzeitig den größten, sage ich mal, schon mal weg hätte... Ach so, stimmt, Crucio habe ich auch noch, aber den hatte ich dann rausgetan. Wenn ich dann den größten allerdings dafür weg hätte, wäre das natürlich ganz gut. Dann setzen wir den ein. Lassen die anderen erstmal so, wie sie sind. Ich weiß nicht, haben wir jetzt damit alle gelernt? Oder kriegen wir hier noch einen vierten grünen? Man weiß es nicht, weil ich hatte keine Errungenschaft bekommen, dass ich jetzt alle gelernt hatte. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf zu Poppy war es, glaube ich. Nee, das ist die Welt. Achso, die ist hier unten. Der zentauernde Stein. Irritiert mich ein wenig. Aber gut. Dann reise ich mal dahin und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Ja, das stimmt. Und wir dürfen mal wieder auf sie warten, war ja klar. Wahrscheinlich wird es jetzt wieder noch dunkler. Du bist hier. Na, doch nicht. Hi, Poppy. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek. Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nach treibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht, oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Ja, was mich nur ein bisschen irritiert, sind diese... Wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Diese scheinbar mega großen, ich weiß nicht, Hummeln oder was sollen das sein? Ich meine, die schwirren hier die ganze Zeit im Bild herum. Ich hoffe, es sind wirklich nur Hummeln. Ich hoffe, es sind keine Wespen. Gut, wir betreten erstmal die Höhle. Entschuldigung, es soll keine Höhle sein, auch wenn sie so aussieht. Es ist ein Mondsteingarten. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Okay, da sind schon wieder Spinnen drin. Ich liebe es. Ach, hier.
So, die ist mal weg. Diese Hummeln oder was das auch immer sind, die kommen sogar schon mit hier rein. Was ist das denn bitte? Hallo? Okay, da unten. Aber da soll man, glaube ich, nicht weitergehen. Ne? Das heißt, dann gucken wir erstmal hier. Warum haben wir hier etwas, was eckig ist, aber rot? Weil es nicht eckig ist, sondern ein Sumpfkrabbler. Okay. Das ist cool. Okay, der braucht zwar eine ganze Weile, um wieder aufgeladen zu werden. Also wenn man jetzt gerade im Kampf... Oh, pff, falsche Taste. Alter. Was war das gerade? Ach, das waren die hier, ne? Oder? Nee. Ich weiß nicht. Die hören sich auf jeden Fall komisch an. Hier sollten wir uns durchfeuern dürfen, ja. Und hier, die müssen wir irgendwo ablagern. Aber wohin? Was ist das hier? Gehörst du zum Rätsel? Nee, du gehörst nicht zum Rätsel. Da hinten, die Tür gehört zum Rätsel. Ich weiß aber nicht... Oh, Moment. Ich will da vielleicht lieber nicht direkt davor stehen. So. Aber es könnte sein, dass wir damit die Tür eventuell öffnen können. Boah, braucht doch wirklich unheimlich lange. Ja, brauchst du nicht machen. Der ist schon bei mir dran. Aber hier passt keine Motte rein, oder? Wenn man jetzt hier... Nee. Können wir höchstens aufsprengen. Naja, gut. Dann würde ich sagen... Oder kommt der hier rein? Das ist ja so ein... Ja, der kommt hier rein. Ach. Bin so blöd manchmal. Also, öfter mal, aber... Okay, dann holen wir den hier rüber. Dann gehen wir danach hinten hin. Lumos! Nein, wo ist er jetzt hin? Habe ich den jetzt auf der anderen Seite verloren? Ist er jetzt da geblieben? Hallo, Motte? Motte? Ihr wollt mich veräppeln. Jetzt sagt bitte nicht, dass es verbuggt. Wo ist der jetzt hin? Also mit der meine ich jetzt die Motte. Ich meine, hier ist ja alles irgendwie. Hier kreucht und fleucht es überall. Aber wo ist jetzt die Motte hin? Och komm. Hä? So weit kann die doch nicht hier reingeböllert sein. Och nee. Ist jetzt da oben? Ich höre doch gerade irgendwas. Waren, glaube ich, nur meine Füße, oder? Ach, das ist nicht euer Ernst jetzt. Och, kommt. Das ist cool. Hier ist auch noch Geld drin. Ja, aber das ist doch jetzt scheiße. Jetzt ohne Mist. Wo ist denn jetzt die Motte hin? Ist doch nicht euer Ernst. Kann ich irgendwie springen? Hallo? Motte? Habe ich die aus Versehen da hinter der Tür zerquetscht oder was? Oder? Ach, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Jetzt können wir das gar nicht machen. Also, ihr könnt dann gerne die Motte nehmen und direkt nach hier machen. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt ohne Motte überhaupt weiterkommen. Oder ob sich da jetzt nur irgendwie... was hochtun würde und vielleicht irgendwas Tolles, Lustiges ja, da rauskommen würde, was ich mitnehmen könnte. Keine Ahnung. Das ist doch richtig doof jetzt. Passt die auch nicht hin? Hier flattern auch so viele Kleinteile irgendwie rum. Ich würde jetzt am liebsten nochmal laden, ne? Ganz ehrlich. Also, es muss ein Bug sein, ganz ehrlich. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das dann einfach verschwindet. Revelio. So, mit Revelio hätte ich auch mal probieren können. Moment, da gehen wir nochmal kurz zurück. Aber der wird den nicht finden. Der ist ja jetzt weg. Der hat nur die Türen. Nee, das ist weg.
Die Mutter ist einfach weg. Die ist verschwunden. Die ist durchgeknallt, sozusagen. Ist in Luft aufgelöst. Finde ich nicht nett. Finde ich wirklich nicht nett vom Spiel. Hab ich mich jetzt erschreckt? Ist da hinten noch ein Bau von dem? Kann man die da einfangen oder was? Oh Gott. Okay. Super. Wie bitte? So Super. Müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Also ich habe die noch nicht singen hören, aber kann ich also nicht so viel zu sagen. Die Tür ist zu. Ja, oder die würde sich vielleicht... Aber nee, glaube ich nicht, dass die sich jetzt öffnen würde, wenn wir die Motte kriegen. Es wäre natürlich jetzt richtig blöd. Oh, da ist wieder... Oh, da sind die kleinen Spinnen. Okay, das ist noch in Ordnung. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Revelio. Da ist nichts hinter, weil die Kiste, die werden wir nicht da... Ich meine, wir können das mal ausprobieren. Hier. Aber die werden wir von hier aus nicht kriegen. Revelio. Und da sind die Spinnen hinter, aber das bringt doch... Das bringt uns wohl was. Das ist auch wieder ganz dahinter. Das ist auf der anderen Seite. Okay. Dann gehen wir mal hier oben rum. Müssen wir immer erstmal so ein bisschen gucken, was wir eigentlich hier... Aber hier klappert schon wieder überall. Reden die Wände hier schon wieder mit mir, oder? Ach, das ist wieder so ein... Hä? Sind diese Viecher wieder dahinter? Och. Warum bin ich nicht überrascht? Müsste irgendwo Erst wieder so eine Motte sein. Und jetzt das Revelio. Ich sehe aber keine Motte. Hallo, Motte? Ich kann die Dinge hier einsammeln? Ich denke, wir sollten Motten finden. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich finde aber keine. Aber danke der Nachfrage. Ich mache jetzt erstmal hier den... Lumos. Den hier an. Aber ich höre ja nur diese kleinen Vögelchen hier zwitschern. Ich sehe auch keine Motte, wenn ich... Revelio. Revelio anmache, deswegen... Lumos. Sollte es trotzdem immer noch... Oder sind die... Die sind aber nicht die Motten, oder? Die kommen ja nicht an. Hm... Kommst du mit mir mit? Nee, ne? Haben wir hier noch irgendwie Motten? Hallo? Von da kamen wir ja gerade. Da war ja keine Motte mehr. Die habe ich hier schon zerstört. Nee, Moment. Jetzt noch ein bisschen weiter. Lumos. Lumos. Hier auch nicht? Das sind halt diese... Oh, das sieht geil aus, ne? Das sieht mal richtig geil aus. Ich könnte jetzt da hinten, aber das bringt mir natürlich alles nichts. Ja, aber wo kriege ich denn jetzt hier eine Motte her? Ist nicht euer Ernst, oder? Ich muss die doch nicht normalerweise nicht so weit transportieren. Oder habe ich das Spiel jetzt kaputt gemacht, dass es jetzt gar keine Motten mehr hier in dem ganzen Spiel drin gibt? Das kann natürlich auch sein. Ich werde jetzt mal sinnigerweise die Dinger einfach mal hier rausziehen. Keine Ahnung. Passiert gar nicht. Ach so! Ach, ich bin auch so blöd. Ja, 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 ja. Revelio. Ja, ja. Ich weiß, das war ja dieser Code. Also wir brauchen das Charmzeichen, also die Triskele und das Runde. Moment. Das Runde. Und die Triskele. Ich sehe hier gar nichts. Das ist die Triskele. So. Können wir das einmal holen? Zack. Ja, ein Wappen. Das ist sehr schön. Bringt uns nicht viel, aber das ist sehr schön. So. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Die Motten finden? Durch die Runen? Aber da müsste ich die doch mit Revelio dahinter sehen. Sie doof. nehmen wir mal den.
Wo ist denn das andere Symbol? Ist das hier vorne? Ist es hier? Gucken wir mal. Ach, tatsächlich. Och, hätte ihr das nicht vorher sagen können? Ganz ehrlich. Theoretischerweise. Moment, kann man die hier nochmal rausholen? Lomas! Aber wir verlieren die, oder? Wenn wir jetzt nach hinten laufen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir nehmen die von hinten mit. Aber, ne, andererseits, Moment, können wir nicht hinten? Ich gehe nochmal ganz kurz nach hinten. Ich meine, da gab es auch was, wo wir das öffnen konnten. Ach hier. Ich meine, wenn da natürlich irgendwas rauskommt, wo es da noch eine Motte gibt, eventuell. Was ich nicht glaube, weil, ne, so wie es aussieht, haben wir schon kaputt gemacht. Also ich hab's kaputt gemacht, ja, ich geb's zu. Aber es kann ja vielleicht sein, dass man hier noch so eine Ersatzmotte hat oder so. Sieht nicht danach aus, aber ja. Man kann trotzdem mal kurz gucken. Hier kann man nichts rausholen. War hier am Anfang nicht irgendwas zum Rausziehen? Hier? Auch nicht, ne? Ja, da oben sind wir, glaube ich, schon reingekommen. Ja, schade, schade. Ich verstehe nicht, warum das jetzt hier so kaputt ist, ganz ehrlich. Aber was will man machen, ne? Wieso läuft die nicht durchgehend? Die bleibt immer irgendwo stehen. Wobei wir jetzt... Moment, wir waren weg. Lomas. Ja, aber trotzdem. Trotzdem ist hier keine neue Motte gekommen. Schade. Naja. Okay. Wir werden nie herausfinden, was da eigentlich drin gewesen ist. Und deswegen jetzt natürlich nochmal komplett neu alles machen. Das ist fast eine halbe Stunde spielen. Ist natürlich auch Blödsinn. Also, ja. Aber es ärgert mich. Es ärgert mich wirklich. Also, ich denke mal, das merkt man mir jetzt auch gerade an. Da können wir was rausziehen, aber nicht von hier aus irgendwie. Von der anderen Seite. Ja, hier aus dem... Achso, das war das. Das sind nur die Steine. Und... Wo müssen wir denn noch was öffnen? Wahrscheinlich mit dem runden und dem hier. Das und... Wo haben wir das? Hier. Gucken, ob da auch sowas dahinter ist. Nein, natürlich nicht. Aber wir können noch ein bisschen Gold mitnehmen. Okay. Dann können wir noch zwei Triskelen. Einmal das und das. Ah, perfekt. Lomas. Nehmen wir dich doch auch noch mit. Wenn wir schon dein Geschwisterchen komplett verstört haben, irgendwie. So. Du gehst trotzdem nicht auf. Warum nicht? Hallo? Ich habe doch alles richtig gemacht. Wenn wir an den Ringen ziehen und die Runen zuordnen, finden wir bestimmt die Motten. Ich halt doch mal die Klappe. Habe ich hier eins noch nicht geöffnet? Ich wollte nämlich alle öffnen, aber die habe ich jetzt alle offen, ne? Die musste ich anstoßen beim letzten Mal, glaube ich, ne? Lauf! Hä? Ach so, muss ich das mehrfach machen? Noch ein Hindernis. Egal. Revelio, ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Genau. Immer positiv denken. Das sollte man immer im Leben. Hab ich hier irgendwas? Revelio. Da war doch gerade noch was Blaues zu sehen. So. Dann halt nicht. Da sind sogar zwei. Wo soll man denn hier jetzt bitte zwei Stück herkriegen? Und wie kriege ich die, wenn ich die jetzt von unten holen soll? Ja, das ist ein im Wasser, wenn ich das richtig sehe. Wollt ihr mich veräppeln? oder kann ich die von innen jetzt mitnehmen? Ich bin mir nicht sicher. Oder mache ich dann hier alles kaputt, wenn ich die mitnehme? Wahrscheinlich mache ich jetzt alles kaputt, oder? Nee? Ich
Okay, also scheint nicht zuzugehen, weil davor hatte ich jetzt ein bisschen Panik. Aber scheinbar, wenn das einmal funktioniert hat, dann speichert. Irgendwas habe ich hier gerade gehört. Speicherte das irgendwie. Lasse ich jetzt hier durch das Wasser ab? Ich denke, das hört sich so geil an irgendwie, als ob hier überall Vögelchen sind. Komm mit, komm mit. Thomas, es ist wunderschön. Ha! Nein, warum ist sie weg? Willst du mich verarschen? Wieso hat die einfach losgelassen? Geht's noch? Ah, okay, die haben wir schon mal. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir die nicht rausholen können, wenn das nicht oben bleibt. Ha. Muss ich das länger machen, oder? Bleibt das jetzt oben? Scheinbar ja, ne? Das andere dreht sich, aber das ist nicht so schlimm. Aber das eine bleibt jetzt anscheinend hier oben. Okay, dann haben wir Glück und es ist genauso, wie ich gehofft hatte. Nehmen wir das nicht auch mit? Ich höre immer noch jemanden wimmern irgendwie hier auf der anderen Seite. Vielleicht ist der auch irgendwie ein Kobold oder so. Ja, ein Kobold vielleicht nicht, aber ein Hauself oder so. Keine Ahnung. Vielleicht wird auch gerade jemand gefoltert. Ich weiß es nicht so genau. Du hast es geschafft. Revelio. Oh, schon wieder. Contringo. Avada. Wie geil. Oh, und ich kann eine Zunge sammeln. Ja, das ist auch geil. Beiß mich jetzt nicht hier, ne? Also, hallo? Bombarda. Okay. Hol dir das Teil auch erstmal. Sehr schön. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir einsammeln können? Nein. Ich weiß immer noch nicht, was das da hinten ist. Kam ich da hin? Kam ich da nicht hin? Ich meine, das sah so aus, als ob ich da nicht hinkam. Sieh mal, dort, wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an? Ich bin gerade durchgeschwommen. Aber... Ach so, da kann ich runter... Ah, jetzt brodelt es nicht nur hier vorne. Jetzt kann ich da runtertauchen. Okay. Moment. Ich wollte gerade sagen, ich habe da doch gerade auch noch irgendwas gesehen. Revelio. Schwupp. So. Wie kommen wir jetzt da... Achso, da hinten kommen wir raus. Jammer nicht so rum. Ich weiß auch nicht... Ja gut, das sind Zauberer, ne? Die können sich natürlich danach wieder trocken zaubern. Die haben es ja gut, das ist nicht so wie bei uns. Sieht echt wunderschön aus, so, ne? Ich würde die am liebsten alle mitnehmen. Da oben scheint was zu sein. Hey, ja, genau. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir. Ich bin ganz sicher. Erstmal, wie komme ich da hin? Und dann... Bombarda. Oh, so, Bombarda geht auch. Ich wollte eigentlich das Ganze anzünden, aber so geht es auch. Revelio, ich gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Ich weiß nicht. Ich höre Ihnen jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind Ihnen einen Schritt voraus. Komm mit, wir müssen klettern. Wir haben ihn. So, wir haben, was wir wollen. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Zum Steinkreis, zu Befehl. Hui!
Moment, sprich mit Poppy. Poppy, geht's noch? Kannst du mal da warten, wo ich gerade zu dir hingehe? Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Ich weiß nur nicht mal, wo der Steinkreis ist, aber egal. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Ja, es ist sehr beunruhigend, weil wir sind nämlich gerade rausgeflogen und ich kann jetzt quasi den ganzen Kram nochmal machen. Also zum Glück nicht den ganzen Kram, sondern nur nochmal hier eben durchlaufen. Aber mit dem, was Cooper anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Aber ich gebe zu, es ist tierisch nervig. Ich höre Ihnen jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die jetzt ein Update gehabt haben und jetzt wieder noch mehr kaputt gemacht haben. Nicht hier waren, falls der Mondstein hier sein sollte. Was sehr, sehr schade ist nebenbei bemerkt. So, komm hoch, Poppy. Kriegst es eh nicht hin, dann unten zu warten. Gut gemacht, Poppy. Ja, wissen wir. Zum Glück. Wissen wir. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ja, nee, ich glaube, es hat besser mit Schnatzern zu tun. Ich glaube aber nicht, dass es gefährlich ist. Doran würde uns nicht wissentlich in Gefahr bringen. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Ja, seid mir nicht böse, aber nachdem das jetzt gerade so komplett ohne Voranmeldung zusammengecrasht ist, speichere ich kurz ab. So, dann kann es jetzt weitergehen. Da muss ich zumindest nicht so viel neu machen. Achso, ich darf gar nicht fliegen. Na toll. Muss ich hier rüberspringen oder was? Schaffe ich doch nicht so weit, oder? Achso, naja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer eine Karte Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Revelio, ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Ah, den nehmen wir auch noch kurz mit hier. Ich war gerade nur ein bisschen irritiert, weil irgendwie haben sich die Wurzeln da eben bewegt. Hatte ich zumindest das Gefühl, aber ja, vielleicht auch nicht. So, kommen wir hier hoch? Ja, sehr schön. Das sieht mir auch gut vorbereitet aus. So, legen wir das Ding mal in den Steinkreis. Mal schauen, was passiert. Ich denke, okay, ein Steinkreis. Ich kann nicht sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Ach so, andere Seite. Nee, doch die Seite. Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist das Muster, das sie auf dem Boden hinterließen, normal? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal gesehen? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Hallo? Achso, ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst.
Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du das? Du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Okay. Ja, unglaublich, dass sie mir das nicht gesagt hat. Irgendwie schon, ne? Bei Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, tust du genau das. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Da waren so viele Wilderer im Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden. Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Gut, dass du es mir gesagt hast. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Okay, mache ich doch gerne. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut. Na gut, ich bin jederzeit bereit zu gehen. Ja, der Zentaur und der Stein ist abgeschlossen. Auftragsprotokoll. Kommt da noch was? Ja, triff Sebastian in der Krypta. Sehr, sehr geil. Jetzt weiß ich nicht. Kommt von Poppy jetzt noch was? Sie hat ja eigentlich gesagt, wir sollen uns ausruhen. Dann würde ich eigentlich mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge zu Sebastian gehen und ja, entweder ist das nur ein kurzes Pläuschen, bevor wir weitermachen können. Ich glaube, da hat gerade einer was kaputt gemacht. Ein kurzes Pläuschen, bevor wir weitermachen können. Oder vielleicht ist es ja auch nochmal eine komplett neue Aufgabe. Wer weiß, wer weiß. Okay, ich sage einfach mal bis zur nächsten Folge. Hoffentlich ohne Absturz. Also ich hoffe sehr, dass die demnächst nochmal schnell ein Update rausbringen, um das wieder zu beheben. Weil, naja, die letzten 3, 4 Updates, die haben ja nur für mehr Chaos und kaputte Sachen gesorgt als alles andere, leider. Ja, für den Titel hätte ich das jetzt nicht erwartet, aber muss man mitleben. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.